Das menschliche Gehirn. Ein komplexes Gebilde, das wir bis heute nicht verstanden haben. Weder in seiner Gesamtheit als Steuerungsapparat unseres Organismus, noch in seinem grundlegenden kleinsten Informationsverarbeitungsbaustein, dem Neuron. Was das Gehirn und darüber hinaus menschliche Intelligenz ist, bleibt vorläufig im Dunkel unterschiedlicher, aber derzeit nicht beweisbarer Theorien. Im Lauf der Geschichte hat es immer wieder vergleichende Erklärungsversuche im Zeitkolorit gegeben. Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel verglich der große deutsche Physiker Hermann von Helmholtz das Gehirn mit einem Telegraphen. Der Mathematiker John von Neumann konstatierte Mitte des vorigen Jahrhunderts, dass das menschliche Nervensystem digital arbeiten müsse. Die daraus hervorgegangene Auffassung, das Gehirn als eine Art Computer zu betrachten, wurde extrem populär und wirkt bis heute nach. In dieser Zeit wurde der Begriff künstliche Intelligenz geprägt. Dessen Väter, ein Who is Who berühmter Köpfe, hatten tatsächlich nichts weniger im Sinn, als den Versuch zu unternehmen, menschliche Intelligenz künstlich nachzubauen. Doch die Neuro- und Kognitionsforschung hat uns inzwischen Einblicke eröffnet, die diesen Vergleich selbst als grobe Annäherung nicht mehr als sinnvoll erscheinen lässt. Hallo. Inzwischen ist die KI mit dem Brain-Inspired Computing auf dem Vormarsch, unser Leben bereits durchdrungen von ihr. Alexa, schalte den Bildschirm aus. Das gefällt mir nicht. Okay, die Bewertung ist gespeichert. Alexa, jodel mal. Jodel die del dodel dau. Auch wenn Forscher und Entwickler heute verstandene Funktionsweisen des Gehirns für die Welt der Algorithmen erschließen, ist diese künstliche Intelligenz nicht mit der menschlichen zu vergleichen und vor allem noch wenig intelligent. Doch der Begriff ist geblieben und weckt natürlich sofort Assoziationen. Wie also steht es um die künstliche Intelligenz? Wie intelligent ist sie heute wirklich? Und müssen wir uns vor der KI und neuronalen Netzen fürchten? Und damit herzlich willkommen im Studio von Hyperraum TV zu einer weiteren Sendung unserer Reihe Menschen und Fakten. Solche Fragen möchte ich jetzt mit einem ausgewiesenen Experten besprechen. Bis vor kurzem leitete Florian Röhrbein an der TU München den Forschungsbereich Neurorobotik. Das klingt sehr abgehoben und ist es auch. Doch derzeit kauft die Industrie solches Know-how zahlreich ein. Bei Röhrbein war Kercher erfolgreich. Das Unternehmen will mit ihm als strategischem Kopf aus der KI sowohl in der Fertigung und bei Arbeitsprozessen im Unternehmen als auch bei der Entwicklung neuer Produkte auf künstliche Intelligenz setzen. Das Kerchern in Kürze also auch KI getrimmt. Herr Röhrbein, zuerst einmal eine persönliche Frage. Sie haben Informatik und Psychologie studiert, eine damals doch recht ungewöhnliche Mischung. Hat das vielleicht mit dem Zeitgeist zu tun, in dem man das Gehirn als Computer betrachtete? Das war so die vorherrschende Metapher. Inzwischen hat sich das zum Glück ein bisschen geändert. Aber das war so, ja, war vielleicht einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, das könnte Sinn machen. Zudem hat mir Mathematik Spaß gemacht. Ich fand Logik immer sehr interessant. Und Psychologie hat ja auch viele Facetten, die einem jetzt nicht direkt Einblicke darüber verschaffen, wie jetzt unsere kognitiven Leistungen zustande kommen. Inzwischen sind Sie von der menschlichen voll zur künstlichen Intelligenz gedriftet. Deep Learning auf neuronalen Netzen befindet sich derzeit in einem regelrechten Hype. Ist Deep Learning nun der Königsweg zur künstlichen Intelligenz oder wie sehen Sie diese Entwicklung? Mir ist es zunächst mal wichtig, darauf hinzuweisen, und das mache ich bei jeder Gelegenheit, dass KI sehr viel mehr ist als Deep Learning. Und es gibt auch ganz viele KI-Methoden, da wird gar nicht gelernt. Also da gibt es sehr viel mehr außerhalb Machine Learnings, was zur künstlichen Intelligenzforschung für diesen Forschungszweig dazugehört, was aber weitgehend ausgeblendet wird in all den täglichen Berichten, die man lesen kann. Künstliche Intelligenz umfasst Bereiche wie klassische Logik,
Planen, Suchen auf Baumstrukturen, auf Graphen ist ein klassischer Bereich von Künstlicher Intelligenz. Wissensrepräsentation, Ontologien, also solche komplexen Gebilde, wie zum Beispiel, also dieser Stuhl ist eben ein Möbelstück und Möbelstücke sind menschgemachte Objekte, die bestimmten Zwecken dienen. Diese Objekte haben bestimmte Eigenschaften. Da kann man also Riesensysteme aufbauen. Ontologien werden diese genannt, gehört in den Bereich symbolische Wissensrepräsentation und viele andere Themen mehr. Und dann gibt es auch noch den Bereich, der sich mit maschinellem Lernen beschäftigt. Dort gibt es wiederum Methoden, die rein symbolbasiert operieren. Und als eine Untergruppe gibt es die neuronalen Netze. Und von diesen neuronalen Netzen wiederum gibt es ganz verschiedene Methoden. Und nur eine davon ist Deep Learning. Also dieser Kurzschluss, der oft gemacht wird, KI gleich Deep Learning, könnte falscher nicht sein. Es gibt viel, viel mehr. Sie haben einmal einen Vortrag mit dem schönen Titel Neuroroboter über künstliche Dummheit und natürliche Intelligenz gehalten. Worauf wollten Sie mit diesem Titel eigentlich hinaus? Ich glaube, darauf anspielen, dass die KI-Systeme, die wir zurzeit haben, eben vielleicht auch übermenschliche Performance bringen, aber eben nur in ganz kleinen, klar definierten Anwendungsbereichen. Also gibt es eben die KIs, die hervorragend Go oder Schach spielen. Da gibt es KIs, die in Form von Staubsaugerrobotern unsere Wohnung sauber machen. Aber es gibt keine KI, die eben sowohl mir den Boden sauber macht, als auch Tennis spielt und vielleicht noch im Schach gewinnt. Also wir haben sehr spezialisierte KIs. Ich glaube, es ist ein Missverständnis, dass in den Forschungslabors dieser Welt an der künstlichen Superintelligenz geforscht wird. Ist KI Ihrer Meinung nach etwas grundlegend anderes als menschliche Intelligenz oder doch der Anfang von etwas, das zu künstlich erzeugter menschlicher Intelligenz werden könnte? Wie unterscheidet der Forscher das menschliche Gehirn von einem neuronalen Netz? Wenn Sie sich anschauen, also was liegt der natürlichen und der künstlichen Intelligenz zugrunde, dann hat man in unserem Gehirn im Prinzip sehr unzuverlässige, schlechte, langsame Bauteile, die aber irgendwie auf so eine faszinierende Art und Weise zusammen verschaltet sind, dass wir eben diese Leistungen tagtäglich an den Tag legen. Ein einzelnes Neuron, sollte man auch sagen, ist bis auf den heutigen Tag immer noch nicht vollkommen enträtselt. Also ein einzelnes Neuron ist noch nicht enträtselt. Wir haben davon 80 Milliarden mit im Schnitt 10.000 Verbindungen von jedem Neuron. Und es gibt verschiedene Arten von Neuronen. Das sind alles Sachen, die werden komplett außer Acht gelassen, wenn wir uns künstliche neuronale Netze anschauen. Also im Prinzip muss man sagen, selbst so Verfahren wie Deep Learning-Systeme haben so gut wie nichts damit zu tun, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Damit haben wir das ja geklärt. Wenn Sie sagen, neuronale Netze haben nichts mit dem zu tun, wie ein Gehirn funktioniert, wie ist es dann eigentlich möglich, dass man im Human Brain Project versucht, genau das zu tun, das nicht verstandene Gehirn mit Algorithmen zu simulieren? Wie kann man etwas simulieren, das man nicht versteht? Ich würde dem widersprechen. Wir sollten eben nicht so lange warten, bis wir das einzelne Neuron verstanden haben, um dann ein einzelnes Neuron zu bauen und dann vielleicht zwei und dann halt drei und irgendwann 100. Dann kommen wir nämlich nie in die Dimension von 80 Milliarden, sondern im Gegenteil. Und ich denke, diese Deep Learning-Systeme geben da ja ein hervorragendes Beispiel. Die sind extrem weit weg von dem, wie ein Gehirn funktioniert und sind eben doch fantastisch, was manche Leistungen betrifft. Ich sehe diesen Simulationsansatz, der im Human Brain Project verfolgt wird, schlicht als eine weitere Methode, um Erkenntnisse über das Gehirn zu gewinnen, indem man eben sagt, mit dem Wissen, auch wenn es eben noch nicht komplett ist und vielleicht wird es nie komplett sein, mit dem Wissen, was man eben jetzt hat aus den Neurowissenschaften, fängt man mal an und benutzt es einfach als eine weitere Methode. Das simulierte Gehirn zum Erkenntnisgewinn also. Wie weit ist die Forschung denn eigentlich beim faktischen Nachbau eines Gehirns? Das geht unter anderem um sogenannte neuromorphe Hardware.
wo man also ganz anders geartete Computerarchitekturen entwirft, eben auch basierend auf, in dem Fall der Morphologie, also die Morphologie des menschlichen Gehirns. Und dort gibt es inzwischen Geräte, die sind so groß, basierend auf einfachen Prozessoren, aber so in der Größe miteinander verschaltet, dass es bereits heute möglich ist, alle Neurone eines Mäusegehirns zu simulieren. Und das Mäusegehirn ist dann nur noch Faktor 1000 vom menschlichen Gehirn entfernt. Jetzt haben wir also ein Mäusegehirn im Labor. Aber das ist auch längst noch nicht das Gehirn einer realen, einer lebenden Maus. Es kann nicht das Verhalten eines biologischen Wesens mit all seinen Funktionalitäten abbilden oder gar den Mausversuch im Labor ersetzen. Die ganze Körperlichkeit ist da völlig außen vor. Ja, und es wird ja auch nur, in Anführungszeichen, das Gehirn simuliert. Das ist aber ein wesentlicher Aspekt, den Sie gerade erwähnen. Intelligenz ist eigentlich, ist zumindest nicht vollständig zu verstehen, wenn man nur auf das Gehirn schaut. Also gerade im Bereich Robotik wissen wir, dass auch ganz viel Intelligenz im Körper steckt. Also in der Art und Weise, wie unsere Gliedmaßen konstruiert sind, erlauben die es eben in einer intelligenten Weise mit unserer Umgebung zu interagieren. Jetzt umgeben wir uns schon mit so viel Technologie, deren Funktionsweise von KI-Algorithmen dominiert wird, ohne dass wir es merken. Von der Google-Übersetzung bis zur Gesichtserkennung von Facebook. KI beginnt unser Leben zu dominieren. Wo sehen Sie heute Defizite beim gesellschaftlichen Umgang mit der KI? Was wir brauchen, und das sieht man bisher vielleicht noch zu wenig, ist eine Diskussion in breiten Teilen der Gesellschaft zu fragen, wie ist denn die Gesellschaft, in der wir in Zukunft leben wollen? Ja, also wie viel KI-Systeme wollen wir um uns herum haben? Welche Daten möchten wir oder können wir erlauben, dass sie gesammelt werden? Wem gehören die Daten? Selbstverständlich ist die Frage nach der Nutzung von Daten ganz eng gekoppelt an die künstliche Intelligenz. Denn sie ist nur funktionsfähig zu betreiben, wenn wir sie mit ungeheuer vielen Daten füttern können. Aber letztlich ist das nur die operative Seite der anderen, der tiefergehenden Thematik. Ich meine Ihren ersten Aspekt. Wie viel KI wollen wir als Gesellschaft? Glauben Sie denn, dass wir die Frage tatsächlich noch beeinflussen können? Ist es nicht eher die Frage, wie kontrollieren wir sie? Ja, ich würde die beiden Punkte zusammenbringen und sagen, also eine gute Möglichkeit, vielleicht die beste, die Zukunft vorherzusagen, besteht darin, sie zu gestalten. Und das können wir eben in dem Bereich KI auch nur, indem wir uns eben auch unabhängig machen von Konzernen in Ländern, die anderen ethischen Leitlinien folgen. Sprich, wenn wir eben unsere Vorstellungen im ethischen Bereich, was Datenschutz und darüber hinausgehende Aspekte betrifft, wenn wir wollen, dass sie sich durchsetzen, dann brauchen wir auch relevante Unternehmen, die groß genug sind, wo denn diese Überzeugungen auch implementiert sind. Aber es wird ziemlich schwer für Europa, das zu verwirklichen, eingeklemmt zwischen den USA und China. Gerade China strebt ja nach eigener Aussage bei der KI die globale Führungsrolle an und wird das Ziel ja wohl auch erreichen. Das dort schon praktizierte Social Scoring ist ja erst der Anfang. Mit der KI tun sich schon Möglichkeiten auf, von denen frühere Autokraten nicht zu träumen wagten. Man könnte damit einen totalen Überwachungsstaat aufbauen. Klar, das ist Orwell 4.0. Ich meine, wir in Deutschland haben da zum Glück eine ganz andere Auffassung, wobei auch bei uns die Schufa-Einträge, das geht nicht in eine komplett andere Richtung. Und auch dort gibt es keine Transparenz, welche Daten kommen da eigentlich rein und wer bekommt sie. Also es ist eine ganz andere Dimension als das, was jetzt in China passiert mit dem Social Scoring. Aber ist auch hier ein Thema. Müssen wir also Furcht haben vor dem, was da auf uns zukommt? Ja, also Furcht finde ich jetzt das falsche Wort. Ich glaube, wir müssen wachsam sein und wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs. Wir
brauchen ganz viel Aufklärung. Ich glaube, es existieren vollkommen falsche Bilder in den Köpfen der Leute, was KI ist, was KI kann, was ist Stand der Dinge im Bereich Robotik. Ich glaube, da wird zusammengetan einerseits das, was aus Kinofilmen bekannt ist, und das sind dann eben so dystopische Szenarien. Das hat man auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man eben all die Erfolgsmeldungen zu neuronalen Netzen, Deep Learning. Das wird dann halt wild kombiniert. Ist ja auch absolut verständlich, dass man das tut. Und ich kann jeden verstehen, der da Sorgen hat. Und deshalb liegt es auch an Wissenschaftler, da noch viel mehr aufzuklären, rauszugehen, den Leuten zu erläutern, an was geforscht wird und an was nicht. Roboter, die sich als Teil der künftigen Gesellschaft gegen Menschen erheben, das sehen Sie also nicht als ein auf uns zukommendes Problem der KI. Aber wie ist das mit der künstlichen Intelligenz im Netz? Entwickeln sich die Algorithmen nicht in eine gewaltige Entität, die doch eine Art Eigenleben entfalten könnte, zu einem allwissenden Datenmonster, dessen Intelligenz nicht biologisch determiniert ist, aber doch enorm werden könnte? Zunächst mal ist festzuhalten, diese ganzen KI-Systeme sind ja nur ein Stück Software. Das heißt also, zunächst haben diese, also ein lernendes Künstliche Intelligenz-System, egal wie mächtig es ist, egal zu welchen Leistungen es fähig ist, kann gar nicht in die physische Welt, mit der physischen Welt interagieren, kann gar nicht eingreifen. Ja? Und das heißt, in der Regel sind es ja doch wir Menschen, und vielleicht muss man da genau an dieser Stelle noch besser hingucken, die es so einem System erlauben, auf unsere Welt einzuwirken, indem sie eben verknüpft werden mit Aktuatoren, also mit Roboterarmen oder verknüpft durch das Internet mit anderen Systemen, können Fabrikanlagen sein, die diese KI dann steuert. Aber dort ist eben die Schnittstelle. Mit dem Smartphone wirkt die Datenwelt bereits permanent auf jeden Einzelnen von uns ein. Haben wir uns also möglicherweise schon so sehr von dessen Algorithmen abhängig gemacht, dass wir es uns gar nicht mehr leisten können, künstliche Intelligenz nicht mehr, wie Sie sagen, auf uns einwirken zu lassen? Herr Röhrbein, ich weiß, Sie gehören nicht zu den Kulturpessimisten. Deshalb schließe ich unser Gespräch mit einer neutralen Frage. Wie sehen Sie persönlich das künftige Spannungsfeld von künstlicher und menschlicher Intelligenz? Was für ein Bild haben Sie da vor Augen? Ja, vor allem eben auch nicht dieses Man versus Machine, sondern die Zukunft liegt bestimmt eher in einer Zusammenarbeit. Das kann eben sein Coworking oder Co-Living, selbst in so Bereichen wie den Go-Spielen war es ja interessant, da gab es ja diesen einen berühmten Zug, wo jedes Lehrbuch gesagt hat, also nicht auf gar keinen Fall einen Stein auf diese Linie setzen, die KI hat es trotzdem getan, hat gewonnen. Und dann haben jetzt dann eben die Go-Lehrer angefangen, ihre Lehrbücher zu überarbeiten, zu überdenken. Ja, vielleicht sind da noch andere Aspekte drin, die eben auf einer Heuristik basiert haben, die man aber vielleicht auch nochmal kritisch anschauen müsste. Also da ist einfach ein gegenseitiges Lernen zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz.